Wir sind wieder zum Dienst angetreten. Danke. Schön, dass Sie an uns erinnern können. Und auch wenn Sie es schon 293 Mal gehört haben in den vergangenen Tagen, auch von uns, meine Damen und Herren, alles Gute für das neue Jahr, für das neue Jahrhundert, für das neue Jahrtausend. Wir haben heute Abend ein absolutes Top-Programm. Und wenn Sie zu den Milliarden von Deutschen gehören, die enttäuscht sind über unsere Regierung und über die Benzinpreise, dann haben wir heute Abend für Sie die große Aktion. Wir reden nicht nur, wir tun etwas, meine Damen und Herren. Wir haben eine großartige Kombination von Gästen. Wir haben zwei junge, attraktive, wunderschöne, mega power dynamische Menschen. Der erste ist total süß, wie wir Teenies sagen. Er ist der Sänger der total super süß erfolgreichen Mega-Pop-Gruppe Echt. Sie alle kennen die aktuelle CD Freischwimmer und Sie kennen vor allem den Titel Weinst du? Sag mal, weinst du oder ist das so Rotz auf deiner Oberlippe oder wie das heißt? Ja. Bei uns der Sänger der Gruppe Echt, Kim Frank. Und eine mega attraktive Kollegin des Erfolgsmusiksenders MTV aus Berlin. Ihre Sendung heißt In Touch, in Berührung. Und wer möchte nicht von ihr berührt werden, wenn er sie heute Abend sieht? Bei uns zu Gast MTV-Moderatorin Sophie Rosentreter. Von der Gruppe Echt und Sophie Rosentreter von MTV heute unsere Gäste. Und meine Damen und Herren, wir haben es heute gehört. Auch Wolfgang, ich kläre auf, was aufzuklären ist, Schäuble, hat 100.000 Mark genommen und gleich weitergegeben. Also, verbuchest du. Und das ist jetzt im Zusammenhang mit den leichten Problemchen, die die CDU momentan hat, eine neue Sache. 100.000 Mark von Waffenhändler, zurzeit in Kanada, Schreiber. Und das hat Wolfgang Schäuble zugegeben gestern in der Sendung Farbe bekennen, oder wie die Sendung gestern hieß, in der 100.000 Mark Show. In der ARD. Ja. Es war sensationell, wie er es gemacht hat. Können Sie viele ein Beispiel nehmen, die mal in der Öffentlichkeit was zugeben wollen? Ganz beiläufig, ich habe oft gesagt, ich habe dann 100.000 Mark genommen. Und da fragt der Journalist, ich habe Geld genommen. Und der Journalist fragte, wie viel? 100.000 Mark. Ja. Wenn Sie auch mal sagen, ich habe dann oft gesagt, ich habe meine Eltern erschlagen. Ja. Womit? Mit dem Beil. Ja. Beiläufig, mit dem Beil. Ich als langjähriger CDU-Süchtiger, ich bin enttäuscht. 100.000 Mark, habe ich gehört? 100.000 Mark, das ist ja fast schon SPD-Niveau. Wirklich, mal richtig Kohle. Es gibt aber noch Folgen. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, jawohl, die Bundeswehr muss Frauen den Dienst mit der Waffe ermöglichen. Tolle Sache. Ja. Yeah. So. Frauen beim Bund, Frauen bei der Bundeswehr, eine tolle Sache, auch für uns Heteros, wieder ein Grund, mal zum Bund zu gehen. Oder? Und viele sagen, wenn die Frauen jetzt beim Bund sind, kommt denn dann der Stechschritt wieder? Heißt es dann noch öfter, Ruhe im Glied? Unsere Feinde zittern bereits, denn sie wissen, in Zukunft, wenn der Feind Ärger macht, kommen die Frauen in der Bundeswehr und parken mit dem Panzer rückwärts ein. Hallo! Das Nachrichtenmagazin Focus hat gestern aus seinem Titel gemeldet, wilde Ehen nehmen in Deutschland zu. Stark zu seit den 70er Jahren. Schon 6 Millionen Deutsche leben ohne Trauschein glücklich zusammen. 90%
90% aller Paare leben eine Ehe auf Probe, bevor sie den Bund fürs Leben schließen. Eine wilde Ehe, sag ich mal, für die Eltern. Ja, wilde Ehe. Wie eine normale Ehe, ja, aber mit Sex. Ja. Eine wilde Ehe. Wilde Ehe ist im Grunde auch das Verhältnis, sagen wir mal, einer Fokusjournalistin mit einem SPD-Politiker, bis bei ihnen die Scheidung durch ist. Ja? Könnt ihr euch einfach vorstellen, 6 Millionen Deutsche leben ohne Trauschein zusammen und 8 Millionen Deutsche haben einen Trauschein, leben aber nicht mehr zusammen mit dem Partner, der auch den Trauschein hat. Und dann, meine Damen und Herren, das war die Meldung, die mich wirklich fast aus dem Jacuzzi katapultiert hat. An Heiligabend auf meiner Ranch in Sachsen-Anhalt. Habe ich mir gekauft vom Ersparten im letzten Jahr. Und zwar Ökosteuer. Alles wird teurer. Warmes Essen, Strom, meine Damen und Herren, kaum noch bezahlbar. Warmes Essen ist mittlerweile so teuer, ja, viele Frauen machen sich gar nicht mehr eine Bettflasche, sondern sie geben abends einfach dem Mann einen Teller Bohnensuppe. Ich habe das wirklich gesagt in Sachsen-Anhalt, als ich da saß. Schlimm ist es für meine Freundin in Mecklenburg-Vorpommern, oder? Jetzt gibt es Strom und dann kann man sich nicht mehr leisten. Ja. Unsere Regierung. Ich habe nachgeschaut, meine Heizkosten, meine Damen und Herren, sind nicht gestiegen. Sie wissen, ich habe einen Kamin zu Hause. Ich heiz im Kamin und die Tropenholzpreise sind zum Glück stabil geblieben. Aber Sie kennen uns. Sie kennen uns und Sie wissen, das bleibt auch im neuen Jahrhundert so. Wir reden nicht nur so, wir tun etwas. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe leidgeprüfte Autofahrerinnen und Autofahrer, heute unsere große Aktion zum Wohl Ihres Geldbeutels. Erwartet Sie an einer Kölner Tankstelle unser Engel der Tankstelle, Nathalie. Hallo Nathalie. Das ist fantastisch. Bonsoir, Madame. Nathalie, mein Engel, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Ist es sehr kalt? Ja, ziemlich. Wir sind in Nordköln. Ja, das ist richtig. Nathalie, ja. Du wirst jetzt etwas tun, wofür dich Deutschland lieben wird. Du wirst hier als Engel über diese Tankstelle schweben und wirst Autofahrern in Not, die nicht mehr wissen, wie sie ihren 12-Zylinder volltanken sollen, heute Abend den kompletten Tank, die komplette Tankfüllung bezahlen. Okay. Ja, du hast viel Bargeld und ich sehe, es ist schon mächtig. Was los? Ist ja. Denn schon ein Autofahrer da? Ja. Ja. Ah, der ein Monsieur ist da. Aha. Er hat dich hören wahrscheinlich. Hallo. Hallo, guten Sie Abend. Sind Monsieur? Pfützner. Und ich bin Pfützner. Hallo, Harald Schmidt ist mein Name. Können Sie mich hören? Ja. Ja. Leben Sie in Köln? Ja. Was sagen Sie zur Ökosteuer? Ja, muss wohl sein, ne? Oh. Ich habe mich erstmal schwarz geärgert, klar, aber naja. Ja, darf ich fragen, was machen Sie beruflich? Ich bin Diplompädagoge. Oh mein Gott, das ist ekelhaft so nah dran. Hey, geh weg. Oh, Sie hören Diplom. Ist das wahr? Sind Sie Diplompädagoge? Natürlich ist das wahr. Ja, an einer Schule? Nein, nein. Nein. Nicht an einer Schule. Wo unterrichten Sie? Noch gar nicht. Ich werde noch nicht unterrichten. Verstehe. Was fahren Sie für ein Auto? Einen fantastischen Golf. Aha, und Sie kommen aus Hamm in Westfalen, sehe ich das richtig? Ursprünglich, ja. Ja, aber jetzt leben Sie in Köln, aber Sie haben ihn noch bei den Eltern in Hamm angemeldet, weil dort wahrscheinlich die Kfz-Steuer günstiger ist. Ist das so? Ja. Unsere Diplompädagogen. Welchen Treibstoff muss Ihr Golf tanken? Super. Oh, ja, wie viele Liter gehen rein? Ja, so um die 50. Ja, das heißt, nach dem aktuellen Stand ist das wie viel Geld?
Oh, was haben wir denn da? 84 Mark, 38 für 43,96 Liter. Das ist wirklich hart. Einen Golf voll tanken mittlerweile 84 Mark. Ist der Wagen voll? Bitte? Ist der Wagen voll? Ja, ich denke schon. Ja. Nathalie, du hast das Geld? Ja. Wie viel soll ich geben? 84, gib um 85 und sage, stimmt so. 84, okay. Ja. Es ist 480, oder? 84. Und lass dir nachher die Quittung geben in der Tankstelle, damit wir Hans Eichel mitbeteiligen können. So, warten Sie mal. An. Herr Pfitzner, wie lange kommen Sie jetzt mit einer solchen Tankfüllung zurecht? Tja, einen Monat vielleicht. Einen Monat? Ja. Also das heißt, Sie fahren mehr ums Haus rum, also nicht, nicht so viel mit Kickstart und so, ja? Nathalie, das sind keine Frauen, das ist Geld. Sie hat 300 Mark gegeben. Euro. Euro ist auch besser. Die Franzosen haben nie Geld in der Hand. Nathalie! Ja, Ralf. Ja. Wir kommen später wieder. Wir schalten jetzt mal weg. Wir nehmen das Bild weg. Die zwei Mann von unserer Sicherheit sollen ihm das Geld wieder abnehmen, was zu viel ist. Aber Sie, meine Damen und Herren, möchten wir damit nicht belästigen. Wir werden nachher wieder hinschalten. Ich glaube, es wird eine große Resonanz haben. Und erstaunlich ist, dass diese Tankstelle um diese Zeit, das ist jetzt kurz nach 18 Uhr, Sie wissen, wir zeigen um 18 Uhr auf in Köln, dass die Tankstelle so leer ist. Aber wahrscheinlich können sich viele Deutsche den Sprit nicht mehr leisten. Ein Thema vielleicht auch für unsere Freundin Sabine Christiansen. Wir haben am Sonntag wieder sehr interessiert reingeschaut. Und da ist uns Folgendes aufgefallen. Bereits im letzten Jahr fragten wir Henry Maske, warum das eine Boxerohr so wesentlich kleiner sei als das andere und was wohl diese Gesichtsfotze leid solle. Und auch im neuen Jahr geht es weiter, denn diesmal heißt es zwei Fragen, Herr Müntefering. In der Sendung Sabine Christiansen sagten sie zum Thema schwarze Konten Folgendes. Deshalb ist das Problem der Union, dass sie im Grunde im Augenblick wählen muss, im Grunde zwischen Pest und Cholera, Cholera oder wie immer man das nennt. Also das ist das Problem. Herr Müntefering, dieses Wortspiel ist wahrscheinlich älter als Ihre Oma. Lassen Sie sich doch mal was richtig Witziges einfallen. Oder wollen Sie eines Tages bei 7 Tage, 7 Köpfe enden? Und noch was ist uns aufgefallen. Kann es sein, dass Sie sich die Haare verstärkt wieder über die Ohren wachsen lassen? Was kommt als nächstes? Mehr Haare über den Augen? Eine Gesichtsfotze wie unser Gentleman-Boxer? Oder lassen Sie es einfach in der Nase weitersprießen? Müssen wir damit rechnen, dass der Generalsekretär der SPD bald so aussieht? Herr Müntefering, wo geht's hin? Helfen Sie uns. Ein Festival der Liebe. An dieser Stelle Abend und ein gutes neues Jahr, Horst. Mein Freund Horst ist wieder mit dabei, meine Damen und Herren. Weißt du? Ja. Horst? Ich freue mich, dass du mit dabei bist, Horst, und du siehst erholt aus. Aber ich muss dir sagen, Horst, du wirst gehasst. Das Team hasst dich, Horst. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Gestern, man hat versucht, dich... Man wollte dich erschießen. Wirklich. Ich musste alles aufbringen, was mir eingefallen ist, um dich zu retten, Horst. Und das ist kein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, wie lange ich dich noch vor dem Team schützen kann. Nathalie, unser Engel der Tankstelle, die heute viel Gutes tut. Du bist hier? Ja, ich bin da. Was sind das für Flecken? Gab es eine Schießerei? Nein. Ich habe schon viel Geld ausgegeben. Das macht Spaß. Wie viel hast du ausgegeben, Nathalie? Ja, ich wage nicht sagen. Sag es mal bitte. Auf 800 oder so. Mark? Ja. Weißt du, wie viele Frauen das sind? Nee. Das sind? Ich muss per 3,35. Naja, mal 3, das geht dann einfacher. So rechnen wir auch, wenn ihr uns die Nettpreise am Champs-Élysées reindrückt für Kaffee und so. Schere. Es gibt eine neue Marke. Ein neuer Kunde? Ja, ich gehe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, ein neuer Kunde. Guten Tag, Monsieur. Ich bin der Engel der Tankstelle. Und ich würde gerne Ihre, was ist der Wort? Tankfüllung. Ja, Tankfüllung sehr gut. Bezahlen. Sind Sie einverstanden? Sehr gerne, danke, ja. Ja, hallo, mein Name ist Harald Schmidt und ich bin der Engelbeauftragte. Aha. Darf ich fragen, wie heißen Sie? Klaus. Klaus. Kommen Sie aus Köln? Ja. Was machen Sie beruflich? Naja, das jenes und dieses. Verstehe. Mhm. Ja. Was fahren Sie für einen Wagen, Klaus?
Ein Opel. Einen Opel, das loben wir uns, ein solides deutsches Auto. Opel Astra, glaube ich, ganz weit vorne bei den verkauften Autos im letzten Jahr. Klaus, was sagen Sie zu der Erhöhung der Benzinpreise? Da muss man durch. Sagen wir, das gibt's ja nicht, schon der zweite, und auch er reagiert vernünftig. Ja? Ja, mein Gott, was soll man machen? Man muss sowieso. Ich glaube, mal ein bisschen durchdrehen, diese scheiß Regierung, die soll dann nach drüben gehen, irgendwie ein bisschen ausrasten. Nichts? Das bringt ja doch nichts. Das ist die Menschheit im neuen Jahrhundert. Vernünftig, bringt ja doch nichts. Klaus, erlauben Sie, dass wir Sie voll tanken oder zunächst mal Ihr Auto? Mhm. Ja? Haben Sie schon getankt? Ja, gerade fertig. Wie viel Sprit braucht Ihr Wagen, wenn Sie ihn voll tanken? 8 Liter etwa, bei vernünftiger Fahrweise. Auf 100 Kilometer? Ja, genau. Ja. Also jetzt habe ich knapp 70 Liter getankt. Aha, damit ist der Wagen voll? 35 Liter. Ja, der war 3,50 leer. Klaus. Ja? 35 Liter macht 67 Mark. Nathalie? Ja, so wie viel muss ich geben jetzt? Wie viel möchtest du ihm geben? 40. Ja, 14. Nee, 40. Nathalie? Ja? 67. Ah, nee, ich habe mich vertan. Also nochmal. So, 70. Encore une fois. 70 D-Mark. 70 D-Mark und stimmt so. Okay. Danke. Was heißt stimmt so auf Französisch? Et c'est juste. Ah, toll, c'est juste, ist nur gerecht. Ja. C'est juste. So, 2, 4, 6 und 7. Und ich finde, es hat so viel mehr Charme, wenn man auf Französisch diese Zahlen hört, als wenn es bei 120, 50 stimmt so. So, ist das richtig? Ja. Ist das richtig? Jerry, sag mir jede Scheine einzeln. 20, 40, 60, 70. Parfait! Merci. Klaus, danke schön. Und gute Fahrt. Ja? Nathalie. Tschüss. Ja. Bis nachher. Bis nachher, Harald. Merci. Tschüss. Oh, das klappt gut. Aber das ist doch überraschend, oder? Wie vernünftig die Leute heutzutage reagieren. Ja? Da muss man durch. Ich bin dran. Toll. Neue Gäste. Das hier sind die Figuren, die Steffi Graf und Andre Agassi auf Hawaii auf Fotos gemacht haben, als sie erwischt wurden. Das offensive Locken, der Glücksreigen, interpretiert von Frau Facki, der Komm-an-mein-Herz-Griff, der Ich-trag-dich-durch-die-Wolken-Griff. Und wir haben unseren Hauspsychologen, Professor, befragt. Und er sagt uns, das sind veraltete Interpretationsweisen. Moderne junge Menschen im 21. Jahrhundert sagen uns Folgendes. Sie sagen auf diesem Bild nicht, komm her, ich zeig dir was, sondern tut mir leid, er ist nun mal nicht größer. Das hier. Das ist toll. Das ist romantisch. Das ist poetisch. Das hier heißt viel mehr und viel Tieferes als nur der Glücksreigen. Dieses Bild sagt, bitte zieh mal, ich muss furzen. Heißt das hier, der lass mich nie allein Walzer? Ist das nicht viel zu schwach? Ist es nicht viel zu unpersönlich? Nein, das ist der Fühlst du meine Barillanudel-Tanz? Hier würde ich sagen, gibt es eine Kongruenz mit Frau Facki, der traditionellen Psychologin. Es ist in der oberen Hälfte durchaus der Komm an mein Herzgriff, aber unten bedeutet dieses Bild, Moment, mir hängt er raus. Ursprünglich die Liebesrolle, jetzt die ich bin schon drin Haltung. Oder das hat Papi auch immer mit mir gemacht. Der Papa von André. Ja. Ich trag dich durch die Wolken, heißt es bei Frau Facki. Wir glauben, es heißt, jetzt bloß nicht laufen. Oder, wenn ich die Hände wegnehme, bleibst du trotzdem oben. Oder es ist, die nächstes Jahr nehmen wir den Rollstuhl mit Haltung. Junge Menschen.
Menschen, prominente Liebe am Strand von Hawaii. Meine Damen und Herren, Januar, neues Jahrhundert, neuer Monat. Im letzten Jahr, im Dezember, war André Rieu unser letzter Liebling des Monats im alten Jahr. Und Sie entscheiden jetzt, wer wird der neue, der erste Liebling des Jahres 2000. Wer soll Liebling des Monats Januar und damit allererster Liebling des niegelnagelneuen Millenniums werden? Gesucht wird ein würdiger Nachfolger für diesen Herrn hier, André Rieu. Die rasanten Aufs und Abs, die der putzmuntere Aktienindex jüngst hinlegte, brachten selbst hartgesottene Börsianer an den Rand des Nervenknacks. Ob morgen ein brandneuer Rolls-Royce vor der Tür steht oder es doch wieder ganz anders kommt, das verdanken wir alles nur dir, du kleiner Frechdachs. Und nun sind Sie dran. Drücken Sie jetzt auf den Knopf auf der Unterseite Ihres Fernsehsessels. Dankeschön, Sie haben gewählt. Unser Liebling im Januar ist der DAX. Toll, fantastisch, wer hätte das gedacht? Und ich hätte Stein und Bein auf Andropov getippt. Ihre Wahl, meine Damen und Herren, André Rieu. Das war der Liebling im Dezember. Der DAX. Und das erfordert eine neue, moderne Technik. Das ist so massiv, das lässt sich nicht kleben, sondern das muss mit Gummi befestigt werden. Schauen Sie, so geht das mobil. Man kann mit diesem Daxometer die jeweilige Tagesverlaufkurve des DAX. So sah es, glaube ich, in etwa heute aus. Der DAX, der in diesem Jahr schon so vielen Deutschen so viel Freude bereitet hat. Und da fällt uns etwas ein. Wir sind keine Oberlehrer. Aber nachdem wir heute trunken vor Glück über das Glück von André und Steffi, die BZ aus der Hand gelegt haben, griffen wir zur FAZ und da fiel uns etwas auf in der Abteilung Finanzmärkte und Geldanlage. Liebe FAZ, wir sind keine Oberlehrer, aber komm mal her, liebe FAZ, schau mal hier, Eurostoxx 50, sowas wie DAX, aber für ganz Europa, ja, schau mal, Kursänderungen in Prozent seit hier oben. Es ist wirklich gut zu sehen, man muss kein kleiner Oberlehrer sein, der mit der Lupe sich alles raussucht. Groß und breit steht es hier. Kursänderungen minus, 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 minus. Alle diese tollen, schönen Werte sollen minus gemacht haben seit dem 31.12.98. FAZ. Hat du ja verpasst? Nein, oh nein. 99. Nicht seit dem 31.12.98. 99. Und ihr will erwarten, dass das übermorgen geändert ist. Und zwar nicht im Computer eingegeben und neu gedruckt, sondern dass alle 6 Milliarden FAZ-Exemplare täglich von einem Mitarbeiter mit dem Kuli korrigiert werden. Wir werden das nachkontrollieren. Alle 6 Milliarden Exemplare. Fantastisch. Wir sehen alles. Unseren Adleraugen entgeht nichts. Das hier, meine Damen und Herren, ist die aktuelle Blockbuster-CD der Band meines ersten Gastes. Das Album heißt Freischwimmer und die Single heißt Abgesoffen. Nein, die Single heißt Weinst du. Vor einer Woche erschienen. Nummer 1 in allen Charts weltweit und mit dem Titel Du trägst keine Liebe in dir ging die Megakarriere dieser Band los. Heute Abend bei uns zu Gast der Sänger. Herzlich willkommen, Kim Frank. Dahin. Den Platz. Ein Stück weiter. Kim, wie das Art ist in unserer Sendung der eine oder andere kleine Scherz über euren Text, aber ihr habt wirklich einen Riesenerfolg gelandet. Das sind Fans, die lachen noch über den zweiten Witz des heutigen Abends. Kurz nach Beginn. Und zwar, du warst ungefähr vor einem Jahr, nicht mal, ein Dreivierteljahr zum ersten Mal hier bei uns genau. Im Gast. Im Mai 99.
toller Text. Und sag mal, diese Stimme, machst du da ein bisschen so eine auf so eine leichte, buchende Stimme oder ist das wirklich so die normale Stimme, wenn du singst? Weinst du? Das ist so, wie ich singe. Das ist so, wie du singst. Ja, wir schauen uns mal das Video an, weil es ist auch wirklich ein tolles Mädchen mit dabei. Und dieses Mädchen ist natürlich der Gegenstand meiner nächsten Frage. Nachdem wir das Video gesehen haben, die Nummer ist hier drauf, weinst du auf dieser... Auf der Single weinst du sie. Wie wir vorhin gesagt haben, Langspielplatte. Ja, also, weinst du... Ach so, das ist die Single. Nee, na Quatsch, ist das Album Freischwimmer, steht doch drauf. Ja, Freischwimmer, wo steht Freischwimmer? Nirgends. Ja, nee, aber es ist praktisch echt, also das ist der Band. Ja, weinst du ist die Single und Freischwimmer ist die CD. Die dazu, ja, aber die hast du jetzt gar nicht in der Hand. Nee, die habe ich nicht in der Hand, sondern das ist ja, das sieht ja jeder, die CD Freischwimmer. Aber nein, das ist jetzt Weinst du, die Single. Ja, aber wir als Fans kaufen doch die CD, die komplette Freischwimmer und Weinst du als Single-Auskopplung. Auf jeden Fall. Heißt es, glaube ich, im Es gibt auch fünf verschiedene Cover, also man kann auch fünf Singles kaufen, wenn man will. Tolle Sache. Am besten alle gleich morgen. Girlies, wenn ihr in einem Musikgeschäft eurer Wahl steht, die CD heißt Freischwimmer und die Single heißt Weinst du. Und das hier ist das Video. Also ich weiß, dass jetzt haben wieder Tausende von Girlies zu Hause in das Kissen gebissen und haben hochgeguckt zu einem Pony-Poster, ja, und haben gesagt, oh, ich will ihn. Die Mädels müssen doch verrückt nach dir sein, nach mir. So wie du aussiehst und mit dieser Stimme und mit solchen Texten. Ja, sag mal, ist das so? Kriegst du irgendwelche Unterwäsche auf die Bühne geworfen? Ja, oder? Ja, ja. Wir hatten bei einem Konzert, ich weiß gar nicht, das war im ehemaligen Osten. Da hatten wir 80 BHs auf die Bühne. Welche Stadt war das? Ich weiß es nicht mehr. Chemnitz? Chemnitz. Keine 80 BHs. 80. Ja. Nutzt ihr sowas aus als Musiker? Ja, natürlich. Wir haben geschrieben, wir wollen noch mehr, wir wollen noch mehr. Ja. Ja. Nehmt ihr hinterher auch die Mädchen mit ins Hotel? Nee, aber die BHs. Wirklich wahr? Ja, unser Perkussionist, der zieht die immer an. Gefällt ihm. Ah, der trägt die dann auch so privat ein bisschen. Ja. Man hat ja einiges Aufregendes gehört über dein Privatleben. Du bist befreundet, du bist in festen Händen. Ja, bin ich. Kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. Und man darf auch sagen, mit wem? Ja. Mit einer tollen Frau, muss ich wirklich sagen, die immer ein großartiger Gast auch bei uns hier ist. Habe ich gesehen. Eni van der Maaiklokjes. Ja. Ja. Die Moderatorin ist bei Viva. War. War, natürlich. Ja. Was macht sie jetzt? Bravo TV. Ach so, richtig. Wo ist das nicht bei Viva? Nee. Das läuft wo? RTL 2. Natürlich. Wir wollen jetzt keine Werbung machen. Nein, überhaupt nicht. Echt? Weinst du die neue Single? Ja, die neue Single. Aber natürlich, es ist ja so, du bist 21 in 4 Jahren. Das stimmt. Und, ja, das ist so, oder? Ja, ja. Und Eni ist ein paar Tage älter. Nicht wie viel. Nee, komm. Nun wird in irgendwelchen Postillen über euch Schmutziges geschrieben. Ja, genau. Ja. Sind wir in unserer Gesellschaft so, zum Beispiel in meiner Branche ist normal, dass ein 70-Jähriger sich mit 15-Jährigen amüsiert. Ja? Ja, das war im Fernsehen, wo man sagen würde, sie bringt mir den Frühling oder sie gibt mir auch die Tabletten, wenn ich es brauche, wie auch immer. Ja? Wenn nun ein junger Mensch in Liebe zu einer ein bisschen älteren Frau erglüht ist, ja, dann muss er sich in einem Blatt wie Bravo dafür ein bisschen kritisch angehen lassen. Stimmt das? Fast. Also das Ding war, dass wir nie was dazu gesagt haben. Es war ein Paparazzi, der uns auflaute. Aha. Und dann passiert es ganz schnell, dass die Bravo sich ein Interview ausdachte, obwohl wir nie was gesagt haben. Die Bravo hat ein Interview geschrieben, was sie gar nicht gegeben hat? Genau, und hat eine komplette Liebesgeschichte erfunden, mit Fotos, die sie so zusammengeschnitten haben und so. Und jetzt in der neuen Bravo ist die Meinung einer Psychologin zu dem Thema Vielleicht Frau Facki? Nein, so ähnlich. Ja. Sie sieht eher aus wie eine verkommene Pastorin. Also ist eine verkommene Pastorin? Ja, das ist so ein Bild von ihr. Oh. Ja. Ist das in der neuen Bravo, das Bild? Ja, ja. Oh, das brauche ich. Ja. Verkommene Pastorin? Ja. Wie alt? Oh Gott, dem Foto nach 53. Ah. Evangelisch, denn wir Katholiken kennen ja sowas nicht. Und sie hat ganz tolle Schlüsse gezogen. Zum Beispiel? Dass Eni da sehr viel älter ist als ich und da ich ja jung und leistungsfähiger bin, sie nur mit mir ins Bett möchte. Ja. Das ist natürlich das Erste. Und dann das Zweite, dass ich mich bei ihr geborgen fühle und Sicherheit bei ihr hole, weil sie ja fast wie meine Mutter ist, viel das älter ist ja viel erfahrener. Quatsch. Wir können so sagen, du wirst 18. Ja, und Eni ist 25. Also was soll das? Das ist doch wirklich, also... Ich weiß es nicht. Ein Vöglein hat mir ins Ohr gezwitschert, dass sie uns provozieren wollen, damit wir was sagen. Wahrscheinlich. Ja. Aber ihr macht das nicht. Wohnt ihr zusammen? Nein, noch nicht. Nein, du wohnst ja in einer Männer... Ach, ihr wollt zusammenziehen. Wer weiß? Ja.
Du wohnst jetzt noch in einer Männer-WG? Noch, ja. Ja. Aber die löst sich gerade so Stück für Stück auf, weil wir haben bei unserem Manager zu Hause gewohnt. Ja. Und der hat jetzt auch keinen Bock mehr. Aha. Wo suchst du eine Wohnung? In Hamburg. Ich ziehe nach Hamburg. Was wird das sein? So ein schönes Reihenhaus, bisschen außerhalb, wo es ruhig ist? Oder Neubau oder Altbau mit hohen Decken und noch höheren Kosten? Oder was suchst du? Ein wunderschönes Haus im Wasser. Am Wasser? Im. Im Wasser? Ja. Ach so, so inselartig? Fast. Wo man mit dem Boot hinfährt? Fast. Ja? Bist du ein Romantiker vom Typ her? Romantiker? Es kann auch auf dem Damenklo kannst du auch romantisch sein. Erzähl mehr von deiner Silvesterfeier. Hab ich gelesen hier. Steht da drauf? Ja. Nein. Ich war hier, Westfalenhalle, 0 Uhr war ich auf dem Klo. Ist das richtig? Du warst 0 Uhr in der Westfalenhalle auf der Toilette? Ja. Alleine? Kurz vor 0 Uhr, das war sehr... Nein, nicht alleine. Mit einer Frau? Ja, mit meiner Frau. Mit Eni? Ja. Wie ist das, wenn der Spülkasten vibriert? Nein, wir wollen nicht indiskret sein. Aber nein, ich weiß. Wir haben bei ihr zu Hause haben wir das Klo fast aus der Wand gerissen. Ui. Aber das ist jetzt ja auch egal. Jedenfalls bei Migräne oder bei Sex? Beim, Du bist ja trotz allem noch sehr jung. Wie sieht das eigentlich juristisch aus? Du bist ja noch gar nicht volljährig. Darf ich überhaupt mit ihr Sex haben, oder was? Doch, das darfst du, glaube ich. Ja, ab 16 ist das, genau. Aber wenn ihr beide einverstanden seid und... Und die Eltern auch. Ja, du hast ja auch die Schule abgebrochen, ich da kannst du gar keinen Ärger geben. Ich habe auch Mutter, das steht drauf, ich darf das. Wirklich wahr? Ja, ja. Schriftlich? Natürlich. Kim, du bist ein junger, intelligenter Mensch. Oh, danke. Sehr erfolgreich, sehr früh zu Geld gekommen. Bleib sauber. Bleib so frisch und anständig, wie du bist. Liebe Grüße an Eni. Ja? Lasst euch beide nicht provozieren von der Presse. Ja, wir versuchen es. Haltet eure Liebe rein. Und wir kaufen morgen alle die Platte Freischwimmer und sagen, ist da, weinst du drauf zum Ausschneiden? Ja, habe ich es richtig gesagt? Weinst du ist die Single. Genau. Und Freischwimmer ist die CD der Gruppe Echt und der Sänger Kim Frank. Kim. Adios für dich. Es geht nach Barcelona. Ja, in den nächsten genau, Tagen, wo er eine Filmmusik macht. Komm bald wieder. Gruß an die Band und an Eni. Bis ja? Ehrlich. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, moderiert dreimal pro Woche auf dem Musikpower-Sender MTV. Die Sendung In Touch. Herzlich willkommen, Sophie Rosentreter. Ich freue mich sehr, dass du mal bei uns zu Gast bist. Ja, ich auch. Wir haben es schon lange versucht, aber nie hat es geklappt. Eine Frau wie du, die hat natürlich anderes zu tun, als sich abends in Talkshows rumzutreiben. Ich komme aber gerne nochmal wieder. Wirklich? Ja, sehr gerne. Das hören wir gerne. Das ist gut. Du bist ja entdeckt worden eigentlich in einer Late-Night-Show. Damals beim großen alten Mann des deutschen Fernsehens, genau. Tommy Gottschalk. Genau. Ja? Ja. Und Platz 1 war damals... Heidi Klum. Das muss man sich ja vorstellen. Zwei so schöne Frauen in einer Sendung. Das stimmt, ja. Ich bin auch sogar in die Endausscheidung gekommen. Aber mit 16 Jahren, das war dann doch alles ein bisschen zu früh und ich war sehr verwirrt vor der Kamera und das war alles sehr aufregend und Heidi Klum hatte dann doch schon ein bisschen mehr Ausstrahlung und war ein bisschen selbstbewusster. Und das du warst damals 16? Ja. Wie alt bist du heute? 24. 24. Mhm. Hast du Kim Frank schon getroffen hinten? Ich habe ihm kurz die Hand geschüttelt, ja. Die Hand geschüttelt? Ja. Du glaubst, es waren die Finger? Natürlich. Ja. Eine Frau, die so aussieht, ja, da hat man bei mir in meiner schwäbischen Heimat gesagt, die muss abends mit der Sense ums Haus, ja, um die Freier, um die Freunde, um die Verehrer wegzuschicken. Bist du liiert? Ja, bin ich. Und ich habe etwas sehr Spannendes gelesen. Du sagst, du möchtest den Namen nicht verraten, nein. Denn dein Freund ist ein bekannter Musiker. Ist das so? Ja, ist es. Und es ist auch noch nicht keine wirklich feste Beziehung. Es läuft erst seit 5 Monaten. Insofern... Es ist noch im Entstehen. Ja. Möchte ich darüber noch nicht sprechen. Es knospt. Yes. Aber ihr habt euch schon gestanden, was ihr füreinander empfindet. Ja. Ihr habt euch schon geschrieben. Ja, per Mail, ja. Per Mail. Per Mail. Per Mail ist das heutzutage. Mhm. Ja. Ja, ist es ein bekannter Musiker? Ja, aber ich werde nicht verraten. Ein sehr bekannter Musiker? Ja. Deutscher Künstler? Nein. Udo Jürgens? Nein? Nein. Jung. Nicht mehr ganz so jung. Nicht mehr ganz jung? Nein.
Welche Richtung ist es denn? Nicht mehr ganz Hip-Hop? Über 30. Ach so. Über 30 Hip-Hop? Nein. Techno? Nein. Über 30? Wie alt ist denn Heinz-Rudolf Kunze? Da komme ich nicht drauf, oder? Ich kenne mich wahrscheinlich nicht mehr genug aus in der deutschen Musik. Das ist auch gut so. Ist aber ein Deutscher. Also, es ist kein Deutscher. Ein Italiener? Nein. Ein Österreicher? Nein. Ein Schweizer? Nein. Ein Türke? Nein. Ein Spanier? Nein. Ein Grieche? Nein. Ein Däne? Nee. Bisschen dann noch weiter weg. Ein Ossi? Okay, ich krieg's nicht raus. Russe? Nein. Japaner? Nein, ich krieg's nicht raus. Eines Tages werden wir es lesen. Ja. Wir werden die BZ aufschlagen und werden lesen, wow, das Glück. Gut, aber das heißt, wenn du es so geheim hältst, da sind natürlich alle hinterher, denn das will man natürlich wissen. Ja? Ja. Du, aber ich meine, du bist ja eigentlich natürlich mit den größten Stars zusammen in deiner Sendung. Mit denen machst du Porträts, die bist du auch zu Hause zum Teil bei denen? Zu Hause leider noch nicht, aber ich denke mal, die Stars generell wollen auch nicht, dass zu Hause das Privatleben preisgeben. Insofern, wir waren shoppen oder oft ist es eben im Hotelzimmer das Interview für 20 Minuten kurz rein und dann wieder raus. Ab und zu dann auch Trips, das heißt nach Ibiza. Ruhe bitte, Ruhe bitte, Ruhe. Ja, wir wollen im neuen Jahr nicht wieder damit anfangen. Also kurz rein Ibiza. Das Interview machen und wieder. Wen hast du auf Ibiza interviewt? Das war einmal der Daniel Klein, ein DJ, und dann noch mehrere andere DJs, auch Taucher, Talar, und das war dann ein im Club Space, ein sehr bekannter Club dort auf Ibiza, und da haben wir dann ein paar Interviews gemacht. Und du hast auch als Model gearbeitet vorher? Ja. Ja, wie lange? Fast 4 Jahre. Da hört man, das soll ja fürchterlich zugehen, mit Drogen und Sex und so. Ist das wirklich so schlimm? Naja, Sex, denke ich mal, ist in jeder Branche. Und Drogen... Drogen ist sicherlich in der Branche sehr offensichtlich, in anderen auch. Da ist man aber dann älter und kann das irgendwo wahrscheinlich besser verstecken. Ja. Und bei den jungen Mädchen, 14, 15, wenn man da anfängt, oft ist es wirklich so, dass die Agenturen oder andere Menschen die Mädchen unter Drogen setzen und so abhängig machen. Also es ist sehr viel Drogen dabei. Ich habe es persönlich nicht erlebt, aber ich hatte auch ein starkes Elternhaus, also das hinter mir stand. Und genauso auch Freunde auch und eine sehr gute Agentur. Insofern bin ich damit nicht in Berührung gekommen. Also man kann nicht alle über einen Kamm scheren? Nein, auf gar keinen Fall. Willst du in Zukunft weiter als Moderatorin arbeiten? Willst du wieder zurück als Model? Willst du mehr Schauspielerin? Ich möchte das Model nicht mehr weitermachen. Klar, nebenbei gerne, aber nie wieder hauptberuflich. Das ist eine schöne Sache, wenn man 17, 18 ist, um ein bisschen rumzukommen, Sprachen zu lernen, Welt kennenzulernen. Weiter jetzt Moderatorin bei MTV natürlich. Und danach möchte ich eigentlich gerne weiter vor der Kamera arbeiten und als Schauspielerin. Hast du da mal schon erste Versuche unternommen? Noch nicht. Es ist im Moment mein Traum. Kann natürlich auch sein, dass ich in einem Jahr sage, ich habe redaktionell mitgearbeitet, ich möchte hinter die Kamera treten. Aber im Moment ist das mein Traum als Schauspielerin. Das geht nicht hinter die Kamera, so wie du aussiehst. Weißt du, jetzt mal unsere Autoren, ja. Schon ab heute Mittag. Ja, ich muss ihnen teilweise die Zunge abschneiden, sonst wären sie auf dem Boden gewesen. Wirklich wahr. Also, und es ist auch immer, wenn man, ich glaube, dass viele diese Sendung hauptsächlich angucken, deinetwegen. Ja, diese Popstars, okay, man sieht sie und man kennt sie dann, aber man will dich sehen im Umgang mit denen und man will auch natürlich sehen, wie die dich angraben und oder sagen wir so, wie sie dich anflirten. Aha. Das kommt schon immer auf der zweiten Ebene ein bisschen mit durch, finde ich, das oder? Hilft, das hilft schon in einem Interview, wenn man sich versteht, aber es sind ja auch oft Frauen dabei und mit Frauen flirte ich nicht wirklich, aber ich muss mich gut verstehen. Was würdest du sagen, war der interessanteste Künstler oder die interessanteste Künstlerin, die du interviewt hast? Mehrere, also Skank & Nancy habe ich interviewt, die sind eine sehr gute Band, also ich finde sie sehr gut. Ja. Dann Red Hot Chili Peppers in Moskau und Iggy Pop und andere. Also das war schon sehr viele spannende Bands dabei. Lance Morissette. Wir freuen uns sehr, vor allem meine Autoren, wenn du wieder bei uns zu Gast bist. Würde ich mich auch sehr freuen. Sophie, entschuldige, wenn es am Anfang ein bisschen zotig war, aber es ist das neue Jahr. Dankeschön. Dankeschön, bis morgen Abend. Gute Nacht.